In diesem Video erfährst du, wie du über deinen Tellerrand hinausschaust und von ähnlichen Branchen lernen kannst. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin und Unternehmerin. Und heute habe ich wirklich eine bezaubernde Frau, eine absolute Powerfrau mit Energie an meiner Seite. Und das ist die Regina Volz. Vielen, vielen Dank für die Einladung hier. Ja, danke Vanessa für deine Einladung. Ja, also wir befinden uns hier, wie man gerade sieht, so ein paar Schiffe fahren an uns vorbei, über dem Rhein in dem, wie heißt dieses Haus? Kranhaus. Im Kranhaus in Köln. Also hier ist die absolute High Society, die Prominenz von Köln vertreten und tatsächlich vor allen Dingen auch jetzt. Viele, ne? Vor allen Dingen jetzt. Und vor allen Dingen unwahrscheinlich viele krasse Persönlichkeiten, Menschen. Es ist eine wunderschöne Location. Ich habe tatsächlich von ihr hier eine Wohnung übers Wochenende gestellt bekommen und es ist ein wirklich, wirklich bezaubernder Ausblick und es ist echt mega. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin hin und weg, nicht nur von der Location, auch von Regina. Wir haben nämlich auch gestern schon einen gemeinsamen Tag in Köln verbracht. Wir haben unwahrscheinlich viele strategische Themen besprochen in Bezug auf euch da draußen, wie wir euch auch in Zukunft noch mehr Mehrwert bieten können. Und jetzt würde ich aber vielleicht mal direkt einsteigen mit dem Thema, wo auch wirklich die Regina absolute Expertin ist und tatsächlich auch in diesem Leben von heute so viel mitwirkt mit ihrem Podcast und so weiter. Ich würde jetzt erstmal dir das Wort übergeben. Stell dich vielleicht ganz kurz vor. Ja, danke schön, Vanessa. Ja, ich selber bin seit mehr als 20 Jahren im Personalbusiness tätig, war lange Jahre Personalleiterin in einem großen Konzern. Dort habe ich mehrere Gesellschaften geführt, was so Personalthemen anging. Und seit 2011 habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, hier in Köln, also 400 Meter von diesem Standort weg, direkt am Rhein. Und zwar mit dem Schwerpunkt Headhunting und Coaching. Das heißt, wir suchen für Unternehmen die passenden Mitarbeiter. Die Unternehmen, das wisst ihr ja selber, heute ist ein extremer Fachkräftemangel, kommen zu uns, weil sie haben die Aufträge, das Geld liegt auf der Straße und die Unternehmer haben keine Hand frei, das aufzuheben, weil ihre eigenen Hände voll sind. Und Mitarbeiter sind halt sehr, sehr schwer zu finden und deshalb kommen die halt zu uns, weil wir kennen uns natürlich auf dem Markt sehr gut aus und ja, bringen dann den Unternehmen die Mitarbeiter, die zu ihnen passen. Was war so die krasseste Story, die du erlebt hast in Bezug auf dieses Headhunting? Was bleibt dir da so im Kopf? Welchen Kunden hattest du oder was hattest du erlebt? Was war so das Krasseste? Das Krasseste im Headhunting, also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Kunden, ne? Und ich sag mal, jeder ist so speziell auf seine Art. Ich kann dir da noch nicht mal sagen, das war das Krasseste. Was ich einmal erlebt habe, wir haben einen Bewerber für einen Kunden organisiert, dann bin ich mit dem Bewerber zu dem Kunden hingefahren und normalerweise ist das so, dann wird ein Gespräch geführt, das erste Gespräch, das zweite Gespräch, dann überlegt das Unternehmen noch ein paar Tage, je kürzer, desto besser, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich, und dann wird der Vertrag präsentiert. Ja, das war ein ganz neuer Kunde, kleineres Unternehmen, aber sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich bin mit dem Bewerber dorthin gefahren, wir haben uns hingesetzt, der Unternehmer hat eine Dreiviertelstunde von sich und seinem Unternehmen erzählt, hat dann zu dem Bewerber gesagt, naja, ich habe mir Ihre Unterlage durchgelesen und ich finde, Sie passen ganz gut. Warten Sie eine Viertelstunde unten im Besprechungsraum und ich mache Ihnen den Vertrag fertig. Oh, ist das echt passiert? Das ist echt passiert und was noch die Härte ist, der ist heute immer noch da und das ist bestimmt schon 5 Jahre her. Ne? Also das ist, das ist so wie Liebe auf den ersten Blick und das ist manchmal gar nicht so schlecht, weil ich sag mal, die Art, das Bewerbungsgespräch zu führen, das war jetzt nicht so professionell, weil er hat natürlich sehr viel von sich erzählt und hat gar nichts von dem Bewerber rausgekriegt. Der war ihm irgendwie sympathisch und der Bauch hat gesagt, ja, der passt zu uns. Normalerweise ist es ja so, dass du wirklich sehr viel von dem Bewerber rauskriegst, der Redeanteil des Arbeitgebers oder des Personalers sollte nicht höher als 20% sein im Bewerbungsgespräch. Der sollte einfach gute Fragen stellen. Aber das hat dann halt gut gepasst und besser so als andersrum, dass es wochenlang dauert und es kommt kein Vertrag zustande, weil der Bewerber dann abspringt. Krass.
Okay, jetzt hatten wir ja natürlich gestern schon viel miteinander gesprochen, auch schon vorgestern bis nachts irgendwann. Und uns ist aufgefallen, dass unsere Branche ziemlich ähnlich ist, dass wir relativ ähnlich ticken, dass wir ähnliche Provisionsumsätze haben, dass das von der Sache her relativ viel gemein hat. Wie kommst du an deine Kunden? Ich habe ja zwei Kunden, ne? Also genau wie ihr wahrscheinlich auch. Ich habe einmal denjenigen, der den Mitarbeiter sucht. Das ist ja bei euch praktisch derjenige, der die Immobilie verkaufen oder vermieten will. Genau. Und der zweite Kunde von mir ist wirklich der Bewerber. Das ist bei euch der Käufer. Genau. Oder der Mieter. Genau. Ne? Ja. Also im Prinzip habe ich doch zwei Arten von Kunden. Und wie komme ich an die Kunden, die mir Aufträge geben? Das sind die Unternehmen. Ich sage ganz ehrlich, nur durch Empfehlung. Also 95% meiner Kunden kommen zu mir, weil irgendjemand gesagt hat, Mensch, geh zu Volkspersonalberatung, die sind sehr souverän, die sind schon lange im Geschäft, die kennen sich aus. Und ganz, ganz wenige, wirklich, die habe ich selber akquiriert. Aber auch nur dadurch, dass ich sie mal irgendwo getroffen habe, bei einer Konferenz oder wir haben uns nur zufällig begegnet. Ne? Das ist, ja, also die meiste Zeit ist es persönliche Empfehlung. Das heißt also, du hast auch eine sehr, sehr hohe Zufriedenheitsquote, oder? Bei deinen Kunden, sonst würdest du da nicht weiterempfohlen werden. Ja, da gehe ich mal von aus. Wir haben ja auch lange Jahre die gleichen Kunden. Das ist nicht so, dass das ständig wechselt, sondern wir haben Unternehmen, die schon teilweise ja von Anfang an, also seit 8 Jahren bei uns bestellen praktisch, also Mitarbeiter über uns Mitarbeiter suchen. Okay, also so handhabe ich das auch. Viele Immobilienmakler da draußen konzentrieren sich dann auf einen einzigen Auftrag, aber auch ich, ich persönlich versuche es eher so zu halten, dass ich mich auf Family Offices konzentriere, auf große Investoren, auf Unternehmen, die einfach viele Objekte die dauerhaft haben aufkommen, und genau immer wieder, also ich habe teilweise mehr Übersicht auf über ihre Vermietung, ihre Mieter, als sie selbst. Mhm. Und ich denke, das ist einfach eine richtig gute Möglichkeit, wenn man da so einen guten Draht hat. Wie kriegst du es hin, dass die Leute immer wieder auf dich zukommen und immer wieder zufrieden sind und sogar zu anderen Unternehmern sagen, geh zu Volkspersonalberatung? Wie kriegst du es hin? Ja, ich habe letzte Woche noch mit einem Kunden gesprochen und der hat gesagt, Frau Volz, also bei Ihnen ist es so, Sie suchen ja, bis Sie wirklich den Bewerber gefunden haben. Ne? Manche Kandidaten sind halt sehr schwer zu finden, je nach Anforderungsprofil. Gerade wir machen ja auch viel im IT-Bereich, auch im Digitalisierungsumfeld jetzt neuerdings. Und da ist ja ein totaler Run drauf. Jeder möchte da Mitarbeiter haben, jeder möchte digitalisieren. Ja. Und die guten Mitarbeiter, es gibt nicht viele, die richtig gut ausgebildet sind und die will jeder haben. So, und dann ist es schon mal so, dass wir mehr als 4 bis 6 Wochen oder auch 8 Wochen brauchen, um jemanden zu finden, sondern auch teilweise mal 3, 4 Monate. Aber wir sind da wie die Zecken und wir beißen uns wirklich feste, wirklich so. Und wir suchen so lange, bis wir den Kandidaten gefunden haben. Und das schätzen die Firmen sehr bei uns. Also bei uns hat jeder Recruiter nicht mehr als 3, 4 Aufträge. Und da fokussiert er sich sehr extrem drauf. Mhm. Ne? Und die Bewerber schätzen es, weil wir wirklich sehr vertraulich mit ihren Unterlagen umgehen. Da gibt es ja, ich sag mal, sehr viel schwarze Schafe auf dem Wissen in dem Geschäft. Und auch weiß man nicht, wenn man irgendwo seine Bewerbung hinschickt, was passiert damit, wer bekommt die. Und da sind wir schon sehr bekannt. Wir haben mega gute Kununu-Bewertungen. Also die gehen ganz stark Gen 5. Mhm. Das ist auch ganz selten in unserer Branche und da verzichten wir auch lieber mal auf einen Auftrag, wenn wir wissen, der Auftraggeber ist nicht ganz souverän oder der meint es nicht ernst. Mhm. Und wir achten auch auf das Fitting. Die Person muss zum Unternehmen passen. Ne? Und da gibt es auch nicht gut oder nicht schlecht. Also es gibt keine guten Bewerber und schlechte Bewerber und keine guten und schlechten Unternehmen, sondern das ist wie in einer guten Beziehung, es muss einfach zusammenpassen. Und dann gibt es auch eine lange Beziehung, eine lange Arbeitsbeziehung. Also ich finde tatsächlich die Perspektive echt toll, weil wir versuchen natürlich auch möglichst viele Objekte zu akquirieren, möglichst viele Auftraggeber zu haben. Aber es ist tatsächlich so, wenn man viele Objekte hat, dann
hat man auch eine Schwierigkeit, so einen Fokus drauf genau, zu legen. Genau. Und was überall ein bisschen, ne, und nichts genau, richtig. Richtig. Also klar, wenn man viele Mitarbeiter hat und wenn man da auch wirklich konstruktiv vorgeht und auch eine gewisse Strategie hat, ein System hat, was genau, man immer wieder wiederholt, dann kriegt man das hin. Aber es ist ja wirklich so, wie das, was wir jetzt momentan haben in Bezug auf das Bestellerprinzip, auch bei dem Verkauf von Wohnimmobilien, ist es bei euch ja so, dass ihr einen Auftraggeber habt, das ist der Unternehmer, und der sagt so, oder der Manager des Unternehmens, und der sagt so, wir wollen jetzt einen neuen Mitarbeiter haben, und er würde im Prinzip, es ist quasi wie ein Alleinauftrag, wo er nur euch beauftragt, oder? Genau. Und genau, keine anderen. Wir nehmen nur exklusiv Aufträge an. Das ist nicht immer so in dem Business. Dort gibt es auch Personalberater, die auf sogenannte Erfolgsbasis arbeiten. Die machen einfach nur Quantität, verteilen die Bewerbungen. Das wäre genauso, als wenn euch jemand eine Gewerbeimmobilie anbietet und auch noch 5 anderen Maklern. Und sagt so, der als erstes einen Kunden bringt, der kriegt halt die Provision. Ne? Das machen wir nicht, da haben wir uns sehr stark von distanziert, weil dann gehst du auch nicht so fokussiert damit um. Ne? Dann hast du für 3-4 Aufträge hast du 2 Monate gearbeitet und immer hat dann jemand anders den Zuschlag bekommen oder der Auftraggeber hat gesagt, ach nee, jetzt behalte ich die doch oder ich gehe selber rein, was auch immer. Mhm. Und dann ist man natürlich nicht so motiviert, als wenn man wirklich beauftragt ist. Und man weiß, man macht den Deal, wenn man fleißig ist. Genau, und bei uns in der Branche ist das so, dass wir auch schon eine Anzahlung bekommen. Ich weiß nicht, bei euch ist das, glaube ich, noch nicht so. Nee. Und wir bekommen, wenn wir einen Auftrag von einem Kunden bekommen, vielleicht für euch auch mal eine Idee. Gute Idee. Bekommen wir eine Anzahlung, weil wir gehen ja in Vorleistung. Mhm. So, wir gehen ja schon, investieren ja schon Zeit und Kosten. Ja. Und in dem Moment hat auch der Auftraggeber eine besondere Bindung zu uns. Ja. Weil er hat schon Geld bezahlt. Ja. Dann und geht er nicht mehr einfach die Kommunikation zurück. Ist eine ganz andere. Das Verstehe. Heißt, einmal die Woche telefonieren wir mit ihm. Und wenn wir nicht anrufen, dann ruft er an. Das ist auf dieser Erfolgsbasis überhaupt nicht so. Ach, lass den mal laufen und wenn er uns mal jemanden bringt, dann ist gut. Ne? Ja. So, und der Kunde ist auch viel mehr an einer sehr intensiven Zusammenarbeit interessiert. Ja. Und ja, das ist bei euch dann, wäre vielleicht auch schon ähnlich, vielleicht mal eine Idee, um darüber nachzudenken. Das heißt, man garantiert dem Kunden natürlich auch, dass die Position besetzt ist und wir garantieren auch eine Nachbesetzung. Mhm. Das heißt, wenn der Kandidat in den ersten 6 Monaten scheitert oder ausgetauscht wird oder selbst geht, was auch immer, dann garantieren wir eine kostenlose Nachbesetzung dieser Position. Krass. Wie oft ist das schon vorgekommen? Oft, das kommt, sagen wir mal so 10%. Ja, mhm. Also jeder 10. muss einmal ausgetauscht werden. Ja, es kommt auch teilweise vor, dass wirklich das alte Unternehmen noch baggert und der geht wieder zurück. Echt? Der kriegt das, was er sich vielleicht jahrelang gewünscht hat. Ja. Oder er kriegt noch ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen. Also ich sag mal, auf die Leute ist ja ein unheimlicher Run. Ne? Ja. Also die richtig Guten, die kriegen ja 3-4 Aufträge oder 3-4 Angebote in der Woche. So, und dann ist manchmal noch etwas besser oder du hast das bekommen, was du dir immer erträumt hast oder es ist auf einmal ein Umzug angesagt. Wir haben auch schon die Situation gehabt, da hat sich jemand vom Partner getrennt, ist dann in eine andere Stadt gezogen, hat dann auch einen anderen Job angenommen, den wir vermittelt haben und dann hat er sich wieder mit seiner Partnerin vertragen und ist wieder zurückgezogen. Ne? Okay. Also solche Situationen gibt es immer, also ich sag mal 10% ungefähr. Wechseln dann in der Probezeit. Und manchmal ist der Arbeitgeber das auch selber schuld, weil er sich nämlich nicht um den Arbeitnehmer kümmert. Ja. Macht ihr irgendwas, um so eine Art Prävention zu leisten, dass ihr also immer noch mit dem Bewerber auch in Kontakt bleibt? Ja. Also wenn der Bewerber angefangen hat, wir rufen den in regelmäßigen Abständen an und fragen, ist das so, wie sind die ersten Wochen verlaufen, ist das so, wie ihr euch das vorgestellt habt, gibt es irgendwie Klärungsbedarf? Und das eine oder andere Mal gibt es schon Klärungsbedarf und wir bringen die Parteien zusammen. Ich bin ja auch Mediatorin, das heißt, ich bringe auch Konfliktparteien zusammen und bringe sie zu einem gemeinsamen Ergebnis und auch in diesem Fall. Ne? Und manchmal ist es so, da setzt sich auch irgendwas fest. Ihr kennt das sicher auch, ihr ärgert euch über irgendwas, ihr redet da aber im ersten Moment nicht drüber und es setzt sich immer weiter fest und alles, was dann irgendwo noch dazu kommt, macht den Berg noch größer und irgendwann kommt mal der Knall und dann geht ihr. Und ich finde es immer gut, wenn man irgendwo ein Thema hat, egal jetzt, ob mit Mitarbeitern, mit Kollegen, man sollte ganz, ganz früh darüber sprechen. Man sollte das Thema wirklich im Keim ersticken, damit man auch wieder den Kopf frei hat für seine Arbeit. Ne? Mega.
Also, und auch nichts Großes draus wird. Ne? Das denkt man ja im ersten Moment gar nicht, dass ein Headhunter oder so ein Personalvermittlungsunternehmen tatsächlich so eine Bandbreite auch übernimmt, um möglichst ja, sicherzustellen, dass der auch da bleibt. Das heißt, ich finde diese Vergütungsform unheimlich interessant und deswegen schätze ich das auch so sehr, dass wir eben über unseren Tellerrand hinaus gucken, uns mit solchen tollen Menschen wie dir auch unterhalten, um einfach auch mal zu gucken, okay, was funktioniert in unserer Branche momentan schlechter als in anderen Branchen und wie kann man vielleicht auch Vergütungsmodelle rüber adaptieren und ja, mit in die Maklerbranche nehmen. Also von daher werdet ihr ja in eurem Vergütungsmodell so vergütet, dass ihr drei verschiedene Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle, aber wir haben in der Regel bei 80% unserer Kunden drei Zahlungsmodus, Modi. Ja. Und zwar die erste Zahlung wird geleistet, nachdem wir mit dem Kunden einen Vertrag abgeschlossen haben, die Vorauszahlung, die zweite nach Vorstellung des ersten Kandidaten und die dritte bei Vertragsabschluss mit dem Kandidaten. Okay, aber ihr macht es trotzdem nicht so, dass ihr einfach nur, damit ihr die zweite Zahlung bekommt, Hauptsache irgendeinen Kandidaten dahin schickt. Nee, das geht ja gar nicht. Ne? Okay. Also dann ist ja unser Ruf ganz schnell hin. Ja. Und wir leben ja von unserem Ruf. Ja. Und ich sag mal, wir können gerade so arbeiten und auch dieses Honorar bekommen, weil wir auch zeigen, dass wir sehr souverän sind. Und in den meisten Fällen liefern wir der Firma auch nur 2, 3 Kandidaten und einer ist es davon. Ja. Ne, also das ist normal, weil wir halt eine sehr selektive Vorauswahl haben. Und das ist halt auch, ich sag mal, unser USP, weil wir haben natürlich eine sehr gute Menschenkenntnis. Unsere Teamleiterin ist Psychologin und wir wissen ganz genau, ob das Fitting gut ist oder nicht. Ne? Und deshalb beauftragen ja auch die Firmen Personalberater. Sie könnten sich natürlich auch irgendjemanden da hinsetzen, der wochenlang sucht und dann wird jemand eingestellt, der aber dann doch nicht so wirklich passt und im Endeffekt kostet das mehr als das, was wir an Honorar bekommen. Ne? Wenn falsche Leute eingestellt werden, wie viel Zeit müssen Mitarbeiter damit verbringen, um einen Kandidaten zu finden, dann werden intern Bewerbungsgespräche geführt mit 2, 3 Leuten und 5, 6, 7, 8 und das ist immer noch nicht der Richtige dabei, weil keiner eine gute Vorauswahl trifft. Und deshalb macht es ja auch Sinn, einen Headhunter zu organisieren, genauso wie einen Immobilienmakler, weil jeder sollte das machen, was er am besten kann. Und der Unternehmer soll sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, genauso wie der, wir haben auch Wohnungen im Besitz, also privat jetzt. Ich habe überhaupt keine Lust darauf, meine Wohnungen selbst zu vermarkten, weil ich kann meine Zeit viel besser nutzen mit dem, was ich kann, was mein Geschäft ist. Und damit verdiene ich das Geld, um halt einen Makler zu bezahlen. Machen wir gerne direkt mal einen Schwenk. Also wenn du interessiert bist an einer richtig tollen Penthouse-Wohnung in Köln, dann auf jeden Fall hier unten in die Kommentare reinschreiben. Dann würde mich jetzt natürlich noch mal interessieren, du hast ja gesagt, du lebst von Weiterempfehlungen, du machst aber ja auch Offline-Werbung, Marketing. Ich habe unten in der Tiefgarage gesehen, dass ihr da auch präsent seid. Wie stehst du zu diesem ganzen Offline-Marketing und wie aktiv bist du schon im Online-Marketing? Also fangen wir mal beim Offline-Marketing an, da mache ich nicht viel. Das mache ich genauso, wie ich arbeite. Ich mache wenig, aber das wirklich ganz gezielt. Und wir haben hier eine Tiefgarage mit 1,6 Kilometern Länge. Das ist die größte Tiefgarage Europas, die hier in Köln am Rheinhafen ist. Und hier sind sehr viele Unternehmen tätig, hier wohnen, ich sag mal, sehr vermögende Menschen. Und wir sind auch hier ansässig mit unserem Office. Ne? Und deshalb machen wir Werbung hier im Rheinhafen und auch in der Tiefgarage. Wir haben zum Beispiel noch eine Werbung im Theaterhaus in Köln, also wo halt ganz gewisse Klientel ist. Das ist es aber auch schon. Ich habe früher viel Werbung in Prospekten gemacht, in Zeitungen. Das hat ehrlich gesagt überhaupt nichts gebracht. Also das. Und hier ist es einfach so, auch wenn ein Kunde zu mir kommt, und er fährt raus und sieht dann so ein riesen Plakat über 3 Metern und er denkt dann, ja, okay, also wenn die sich hier präsentieren, dann muss da ja auch was hinterstecken. Ja. Ne? Sonst würden die ja gar nicht in der Lage sein, so eine Werbung zu machen. Ja. Ne? Also das ist auch oft irgendwie nochmal eine Bestätigung, der Kunde fährt raus und sagt, ja, und meinen Auftrag habe ich jetzt da platziert. Mega. Wir machen auch viele Immobilienmakler-Werbung in der Tiefgarage. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Hier sind einige Plakate, weil hier sind ja auch viele Immobilien, also aber ganz gezielt und ganz fokussiert. Ja, und online machen wir noch nicht sehr viel. Also online ist es so, dass wir
ja sehr viel Sichtbarkeit über Facebook, Instagram machen. Ich habe einen Podcast seit einem halben Jahr, klar, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber unsere Kunden kriegen wir wirklich auf Bewerber-, aber auch Unternehmerseite durch die Empfehlung. Mhm. Und Bewerber, wir sind halt auch schon ziemlich bekannt in der Branche, die bewerben sich auch so bei uns. Wir kriegen also sehr viele Bewerbungen, einfach auch blind, dass die Leute, die wir vielleicht einmal irgendwo vermittelt haben und die wollen sich wieder verändern, dass die dann wieder zu uns kommen und sagen, Mensch, wenn du einen Job hast, dann sag mir Bescheid, ich würde gerne bei euch oder ich würde gerne meine Stelle wechseln. Macht ihr da auch proaktiv dann mit also älteren Kunden nochmal irgendwelche Marketingaktionen und versucht die vielleicht auch wieder abzuwerben und woanders hinzusetzen? Nein. Sowas auf keinen Fall. Nein, das dürfen wir nicht. Also das machen wir nicht, weil das wäre ja auch nicht souverän und nicht ehrlich. Ja. Also wir haben ja sehr viel Einblick in die Unternehmen. Ne? Sag mal, wir haben hier die größten Handelsunternehmen oder Konzerne, für die wir arbeiten. Und stellt euch mal vor, wir würden auf der einen Seite Aufträge kriegen und auf der anderen Seite die Leute, die wir natürlich durch unsere ganze langjährige Beziehung kennen, wieder da rausholen. Das kannst du vergessen, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Okay, sehr gut. Also ich denke, ihr habt da draußen habt auf jeden Fall mal eine ganz andere Perspektive bekommen zu Vergütungsmodellen, zu diesen ganzen Themen rund um ja, Bewerbung, Headhunting, was kann man vielleicht auch in der Immobilienbranche anders machen. Und wenn du interessiert bist an den verschiedenen Tipps und Tricks von Regina in Bezug auf Bewerberauswahl, was du beachten solltest, wenn du neue Mitarbeiter suchst, und wir gehen auch in das Thema Persönlichkeiten nochmal mit rein, wie gehst du mit besonders schwierigen und ja, doch schwierigen, kritischen Menschen. Ja, ich sag mal, es gibt eigentlich gar keine schwierigen Leute. Mhm. Die sind einfach anders. Anders, ja. Anders als man selber und man empfindet sie dann als schwierig. Ne? Ja, also solche Themen wirst du finden in den kommenden Videos. Also abonnier unbedingt den YouTube-Channel und hinterlass uns ein Like. Wenn du Fragen hast, kommentier hier unten in den Kommentaren und dann werden wir auf jeden Fall die Regina bitten, auch nochmal Fragen zu beantworten. Wo findet man denn dich jetzt? Ja, also erstmal unter Regina Volz einfach eingeben bei Google, da kommt ganz viel von mir. Dann natürlich den Podcast, den ich habe, Leadership is a Lifestyle, bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube, also auf allen bekannten Kanälen. Da erzähle ich sehr viel über Mitarbeiterführung, über Recruiting, über Bewerberauswahl. Und ansonsten, ja, ich sag mal Instagram, Facebook, da sind wir auch, bin ich auch vertreten. Sehr gut. Also, wie gesagt, einmal bitte Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video mit Regina wieder. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt ein bisschen Zeit mit uns verbracht hast und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.